Wir haben Veränderungen im Land und müssen uns überlegen, ob das, was wir Fortschritt nennen, der Ausdruck des Zeitgeistes in Wirklichkeit einen Fortschritt darstellt. So manches bewegt uns, denken Sie an das Kreuzurteil, was gewesen ist, oder dass Körperbehinderung schadensersatzpflichtig gemacht hat für eine Ärztin, die eben ein werdendes Leben nicht getötet hat. Dann, wenn wir das Kopftuchurteil nehmen, das ist sicher ein Angriff auf die Religion. Da geht es jetzt nicht zu sehr um den Islam, sondern generell. Ich habe mit einem Freund in Georgien, was ja ein christliches Land ist, drüber mal gesprochen. Dort tragen die Frauen übrigens auch Kopftücher, obwohl sie nicht dem Islam angehören. Der hat gesagt, ihr seid irgendwie komisch, denn ihr geht nur auf die Frauen los. Für die Männer im Islam ist natürlich die Krawatte ein Attribut, was sie nicht tragen, weil das gegen ihren Glauben ist. Und man trägt selbstverständlich Vollbart. Nun können Sie sich selbst ausdenken, was daraus würde, wenn wir konsequent blieben. Manch einer im Fernsehen dürfte dann sogar nicht auftreten. Es wird immer mehr individuelle Freiheit gefordert. Der neue Erzbischof in München hat den Wahlspruch Ubi Spiritus Domini, Ibi Libertas. Jeder möchte ein Höchstmaß an Freiheit, aber die eigene Freiheit geht doch vielfach auf Kosten des Allgemeinwohls oder auf Kosten der Freiheit der anderen. Und die individuelle Freiheit muss ihre Grenze am Allgemeinwohl finden. Wir haben ja das Gleiche auch beim Nachhaltigkeitsdenken. Wir dürfen nicht aus Egoismus uns Dinge entnehmen, die uns gar nicht zustehen, die nur unser Leben bequemer machen, aber die zukünftige Generation belassen. Nun, wenn die einzelnen Rechte immer mehr beansprucht werden, dann muss das halt gesetzlich geregelt werden. Und wir haben eine Fülle von Gesetzen in letzter Zeit bekommen. Eigentlich hat sich's verzehnfacht innerhalb der letzten 20 Jahre. Wie Präsident Reagan an die Macht gekommen ist, hat er als erstes Deregulierung gemacht und hat damit ein Wachstum von 3% geschaffen. Ein Wirtschaftswachstum. Und wir hätten gerne ein Wirtschaftswachstum im Augenblick. Wir haben im Umweltrecht 75.000 Vorschriften. Ein Unternehmer, der seine Firma führt, muss an die 90.000 Vorschriften berücksichtigen. Das kann man einfach nicht. Wenn ich mir genug Zeit nehmen würde, dann glaube ich, würde ich es auch schaffen, meine Steuererklärung selbst zu machen. Aber ich habe in der Zeit Wichtigeres zu tun und gebe das halt irgendjemand, der das kann. Abgesehen davon gibt es andere Länder, in denen das eben einfacher ist. Einer hat mal gesagt, es ist besser, mittlere Gesetze zu haben, aber gute Beamte, als die besten Gesetze und schwache Beamte. Und Kaiserin Maria Therese hat mal gesagt, ein Gesetz, das nicht der letzte Schweinehirt in Galizien versteht, ist ein schlechtes Gesetz. Ein anderer hat gesagt, der Inhalt eines Gesetzes muss von einem Philosophen kommen, aber der Text soll von einem Bauern geschrieben sein. Und Augustinus sagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Also wir leiden schlichtweg unter der Fülle von Gesetzen, die wir haben. Die wir haben, um individuelle Rechte zu schützen. Nun, wir wissen von Platon, dass er gesagt hat, ein Volk, das nicht auf Gott orientiert ist, wird auf Dauer nicht existieren können. Und er sagt weiter, wir müssen mit Aufbietung aller Mittel dem, was unsterblich in uns ist, gehorchen und danach unser häusliches Leben und öffentliches Leben richten.
Die Gemeinschaft ist umso vollkommener, je vollkommener die Glieder der Gemeinschaft sind. Und wir müssen alle Kraft darauf richten, um die Glieder der Gemeinschaft vollkommener zu machen. Nun wird es sicher schwierig sein, Menschen zu ändern, die jahrelang Verantwortung getragen haben, das auch ihrer Meinung nach erfolgreich gemacht haben. Erwachsene lassen sich sehr schwer nur beeinflussen, aber die Jugend, die können wir beeinflussen, das ist unsere Aufgabe. Wir haben miterlebt, wie über die PISA-Studie immer gejammert wurde. Ich habe da eine andere Einstellung dazu. Die PISA-Studie sagt aus, wie gut die Jugend in gewissen Disziplinen ist. In der Schweiz im 19. Jahrhundert hat es einen wichtigen Pädagogen gegeben, das war Heinrich Pestalozzi. Und er hat drei Forderungen an die Jugend gestellt, an die Ausbildung der Jugend. Haupt, Hand und Herz. Haupt, das heißt, ein gewisses Wissen muss vermittelt werden. Aber in einer Zeit, in der man auf einer Chipkarte, die so groß ist wie der Fingernagel und die man ins Mobiltelefon stecken kann, Wikipedia speichern kann, also Lexikas, die man so gar nicht mit sich rumtragen könnte, braucht man das Wissen nicht alles im Kopf immer mit sich tragen, denn man kann es ja auch innerhalb von einer Minute aktualisieren. Wir brauchen also nicht die Überfütterung mit Wissen. Die nächste Forderung Pestalozzis war Hand. Hand steht für Geschicklichkeit, aber auch für Kreativität. Es ist viel wichtiger, dass wir uns anstrengen, das Denkvermögen zu steigern, dass junge Leute aus vorhandenem Wissen was Neues machen können. Und die dritte Forderung Pestalozzis, die mir die wichtigste erscheint, war Herz. Und Herz steht für den menschlichen Umgang miteinander, aber auch den Bezug zur Religion. Und wenn wir eben nur den Kopf ausbilden, dann werden wir Probleme in der Gesellschaft haben, Probleme, die immer größer werden. Nun, das richtige Handeln ist ja auch, wie wir vorher gehört haben, nicht eine Sache, die immer aktualisiert werden muss, sondern das sind altbekannte Sachen. Sprechen wir von den Tugenden. Und die vier Kardinaltugenden gehen ja auch auf Aristoteles schon zurück. Da wäre einmal die Klugheit. Und die Klugheit heißt, das richtige Wissen und danach handeln. Das Wissen allein reicht nicht aus, wir müssen es umsetzen. Sonst handeln wir eben nicht klug. Und das Nächste, das wäre die Gerechtigkeit. Und wir erleben laufend, dass Unrecht geschieht unter dem Siegel der Gerechtigkeit. Denken Sie nur an die Möglichkeiten, die wir in den Medien haben, wie Menschen kaputt gemacht werden. Wir haben ja vorher auch ein Beispiel gehört. Und Gleichheit ist nicht immer Gerechtigkeit. Auch das kennen wir. Wir haben es im Kommunismus erlebt, dass der Versuch, alles gleich zu machen, zu großen Ungerechtigkeiten geführt hat. Das nächste ist die Tapferkeit. Und da ist mir vor allem wichtig, dass jemand, der eine Niederlage einstecken muss, tapfer wieder aufsteht und weitermacht. Tapferkeit ist aber auch mutig, die Meinung zu sagen, auch mutig gegen den sogenannten Zeitgeist aufzutreten. Und wenn wir heute zurückdenken in die Zeit des Dritten Reiches, dann sagt manche, ja, warum waren sie nicht noch mutiger, warum haben sie nicht sich mehr sagen getraut? Aber all die sollen mal sich beschäftigen damit und werden erleben, dass gerade von Seiten der katholischen Kirche sehr Mutiges gesagt wurde und sehr mutig gehandelt wurde. Ich habe meine Unterlagen, die ich gebracht habe, in einer alten schwarzen Mappe, die hat früher dem Kardinal Faulhaber gehört. Der war in München Kardinal und meine Tante war bei ihm im Sekretariat beschäftigt, eigentlich offiziell in der Staatsbank, aber sie war Kurier. Sie hat die Papstenzyklika mit brennender Sorge von Rom nach München geschmuggelt und wäre natürlich erschossen worden, wenn sie erwischt worden wäre. Und da gibt es ein Beispiel, wie das Hitler-Attentat war. Da hat Kardinal Faulhaber gepredigt, Herr, halte deine schützende Hand über unseren Führer.
Wenn wir das heute lesen, dann meinen wir, er war ja auch eigentlich so, dass er irgendwie das Regime mochte. Aber die Leute damals wussten genau, das war einfach die verschlüsselte Redeweise, Gott beschützt uns vor ihm, halt eine schützende Hand drüber. Wenn man seine Aufzeichnungen sieht, der hat auch nie meinen Vater mit dem Namen genannt, sondern er hat dann vom Ilmmann gesprochen, weil eben der Fluss in Pfaffenhofen Ilm heißt. Also es hat mutige Leute gegeben. Und ich weiß, hier brauche ich das nicht zu sagen, aber ich muss auch weiter Mut machen, dass wir unsere Meinung sagen und vor allem, dass wir die jungen Leute eben dazu anhalten, dass sie mutig ihre Meinung sagen und nicht aus Angst vor einem Karriereeinbruch dann die Meinung nicht sagen. Die nächste der Kardinaltugend wäre die Maßhaltung. Natürlich lebt unsere Wirtschaft vom Wettbewerb, sie lebt davon, dass wir mehr haben wollen und da ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Aber es gibt auch Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen und die wir aus Prestigedenken glauben haben zu müssen, die wir glauben haben zu müssen, um in der Gesellschaft irgendwas darzustellen. Sich davon zu befreien und mit den Mitteln was Vernünftigeres zu machen, das ist sicher auch eine wichtige Tugend. Und wer sich da frei machen kann, der wird sich auf jeden Fall besser fühlen, denn er wird sehen, die Unabhängigkeit, die ist wunderbar. Ich habe natürlich schon aus Angeberei den Spaß gemacht, vielfach bei offiziellen Anlässen mit dem Fahrrad vorzufahren in München. Erst hat man mich nicht reingelassen und dann später hat es geheißen, ihr Radl dürfen Sie aber da nicht hinstellen, aber man hat sich schlussendlich daran gewöhnt. Ich wollte damit nur zeigen, ich fahre sonst auch mit dem Rad, weil es einfach in der Stadt schneller ist, dass das Prestigedenken eigentlich ein Witz ist und dass es vielfach anders auch geht. Und wer sich eben nicht im Beruf bewegen kann, der muss dann abends noch Zeit im Wald laufen. Also es ist auch sogar praktischer. Nun, das Wissen um das richtige Verhalten ist schön. Im Wirtschaftsalltag, da haben wir nicht Zeit, lang nachzudenken. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen und es ist gut, sich vorher mal Gedanken drüber zu machen. Wir haben das bei uns im Unternehmen so gemacht, durch Zufall hatten wir einen Werkstudenten von der Universität Ingolstadt-Eichstätt, also der katholischen Universität, und der hat dann eben über Wirtschaftsethik erzählt, dass es da einen Lehrstuhl gibt, den hat es dann nicht mehr gegeben, dann habe ich dort diese Funktion von der praktischen Seite übernommen, jetzt gibt es ihn wieder. Und er hat gesagt, es wäre eigentlich gut, so ein Managementsystem im Unternehmen zu haben, dass man dann bei Bedarf weiß, wie eben gehandelt werden soll. Und da wir ja nicht von der Theorie, sondern von der Praxis leben, bringe ich jetzt einfach so ein paar Beispiele, die es verdeutlichen. Da ist einmal die langfristige Erfolgsorientierung. Wir wollen nicht kurzfristigen Erfolg wahrnehmen, der auf unredliche Weise passiert. Da ist das inhabergeführte Familienunternehmen in einer wesentlich besseren Situation als eine große Kapitalgesellschaft mit Managern, die gezwungen sind, in kurzfristigen Zeitabschnitten eben Erfolge nachzuweisen. Die werden rausgeschmissen, wenn sie sagen, der Erfolg kommt in 2 Jahren, weil der Aktienkurs zwischendurch sich bewegt. Wir haben uns festgelegt zu einem Qualitätsmanagement, das heißt, wir wollen immer beste Produkte zum günstigsten Preis machen. Weder wollen wir die Qualität so unbezahlbar machen, dass es keiner mehr kaufen kann, noch wollen wir sie eben runterfahren. Wir wollen sie so gut wie möglich machen und im Preisgefüge eben sozial, dass jeder sich leisten kann. Beim Verhalten den Kunden gegenüber wollen wir kein Ausnützen der schwachen Stellung eines anderen. Wir wollen natürlich im Wettbewerb unsere Chance wahren. Wir wollen aber auch keine Versprechungen machen, die wir nicht einhalten. Also gerade in der Werbung auch keine Aussagen, die dann nicht den Tatsachen entsprechen. Lieferanten gegenüber wollen wir uns fair verhalten. Das heißt, wir müssen natürlich schauen,
dass wir möglichst günstig einkaufen, aber auf der anderen Seite dürfen wir die Lieferanten im Preis nicht so drücken, dass sie nicht mehr die Qualität liefern können, die wir brauchen. Denn bevor einer kaputt geht, wird er sicher an der Qualität was tun. Verhalten der Konkurrenz gegenüber. Wir wollen mit unseren Mitbewerbern reden. Wir wollen all das tun, was wir vom Kartellgesetz aus machen dürfen. Auch eine gemeinsame Interessenvertretung. Aber wir sind natürlich im harten Wettbewerb und wir wollen nichts Schlechtes über die reden, wir wollen nicht unfair sein, aber wenn wir angegriffen werden, wollen wir adäquat zurückschlagen, denn es kann ja nicht sein, dass man sich über ethische Regeln in der Wirtschaft Gedanken macht und dann systematisch der Dumme ist. Wir wollen Wachstum und Innovation pflegen, das heißt nicht auf dem ausruhen, was wir jetzt erreicht haben und sagen, das machen wir, solange es geht und dann machen wir Kasse, sondern wir wollen weiter investieren, um eben die Qualität zu verbessern, um technisch besser zu werden, um damit auch die Arbeitsplätze zu sichern, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rechnen ja damit, dass sie bei uns lange arbeiten können. Das Verhalten Mitarbeitern gegenüber, das ist vor allem ein wichtiger Punkt, die Information. Jeder soll die Information bekommen, die er braucht, und zwar nicht zur Befriedigung irgendeiner Neugier, sondern wirklich das, was er zum Arbeiten braucht. Das soll er aber so bekommen, dass er es verstehen kann. Und gerade in der Zeit der modernen Medien haben wir ja die Möglichkeit, jemanden mit Datenmüll einzudecken, dass er das Wichtige gar nicht mehr rausfindet. Also der Denkprozess und die Selbstdarstellung, welche klugen Überlegungen einer gemacht hat, das braucht er nicht rumschicken, wenn es nur aufs Ergebnis ankommt. Und eine zweite Sache, die Information muss auch vom Empfänger verstanden werden. Viele pflegen ein schlechtes Englisch und dabei würden sie Deutsch in guter Weise beherrschen. Vielfach ist es dann das Zeichen, wie klug einer ist und dass er nun auch eine andere Sprache versteht. Und Sie kennen ja die Beispiele jetzt beim Fußballspiel und bei der Olympiade, das sogenannte Public Viewing, das ist das, was man in Amerika nennt, wenn eine Leiche im Leichenschauhaus ausgestellt wird. Und das Backpack, das ist der Leichensack, in der in Katastrophenfällen die Leichen verpackt werden. Aber bei uns sagt man dann nicht mehr Rucksack, sondern will gescheit sich dünken. Es macht mir oft den Spaß, gerade wenn Werbeagenturen oder Werbeleute da sind und lass mir Dinge übersetzen und stellen mich ganz dumm. Und es kommen oft ganz einfache Sachen raus und irgendwann merken sie es dann, dass sie auf den Arm genommen werden. Aber es ist wichtig, sich der Sprache zu bedienen, die die anderen verstehen. Wir wollen Zielvereinbarungen mit unseren Führungskräften so machen, dass sie erreichbar sind und nicht, wenn wir sehen, das Ziel wird erreicht, dass dann nochmal 20% draufgesetzt werden. Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sollen zusammenpassen, die sollen die gleiche Denkweise haben. Und dieses unselige Antidiskriminierungsgesetz, was wir jetzt haben, das erschwert das schon sehr. Wir dürfen ja nicht mehr fragen, was einer für ein Bekenntnis hat. Wir beschäftigen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichem Bekenntnis. Aber wir bekennen uns zum katholischen Glauben und wer zu uns kommt, weiß, dass wir so denken und dass das auch die Handlungsweise ist, mit der wir versuchen, die Firma zu führen. Aber wenn jetzt zwei kommen, im grauen Anzug mit gleicher Empfehlung und der eine, sagen wir es sind drei, der eine hat einen Ring im Ohr, der andere hat ein Loch im Ohr, der andere hat ein heiles Ohr, welchen soll ich nehmen? Der mit dem Ring im Ohr kann mir denken, ja, wenn ich den zur Bank schicke, dann gibt es vielleicht Probleme. Der mit dem Loch im Ohr kann sagen, normal dekoriere ich mich, aber ich kann mich unternehmenskonform verhalten. Der mit dem heilen Ohr, der kann jetzt der langweiligste sein von den dreien und ich suche einen Kreativen für die Werbung. Also vom äußeren Eindruck kann man schon ganz schön daneben liegen. Wir haben in Österreich mal einen guten Mitarbeiter gehabt,
Der hat sich geweigert, unsere Weihnachtskarten zu verschicken, wo wir gesegnete Weihnachten wünschen, weil er den religiösen Schmarrn, wie er sich ausgedrückt hat, nicht wollte. Wir haben gesagt, andere gibt's nicht. Ein paar Wochen später hat er gekündigt, waren wir eigentlich traurig. Ein paar Wochen später waren wir froh, weil er Mitglied einer rechtsradikalen Organisation war. Das haben wir nicht gewusst. Wir konnten ihn ja nicht fragen, wie er gekommen ist. Noch ein anderes Beispiel, wenn zwei Bewerber da sind, der eine ist nun im grauen Anzug, der andere im rosaroten Anzug. Beide haben gleiche Empfehlung, ich nehme den im grauen Anzug. Dann kann der andere nach dem Antidiskriminierungsgesetz kommen und sagen, Sie haben mich wegen meiner homosexuellen Veranlagung diskriminiert, da muss man eben 3 Monate bezahlen. Also wir müssen möglichst viel von uns erzählen, dass jeder, der kommt und weiß, ob er da reinpasst oder nicht reinpasst, aber wir haben schon gern, wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, mit denen wir auch beten können. Und das ist wichtig, dass man auch auf der Basis die gleiche Wellenlänge hat, denn manche Entscheidung, manche Diskussion erübrigt sich dann, wenn da die gleiche Meinung herrscht. Aus- und Weiterbildung ist ein ganz wichtiges Moment heutzutage. Jeder muss 3-mal in seinem Berufsleben umlernen. Das ist die Weiterbildung. Und bei der Ausbildung ist es wichtig, dass wir uns vor allem auch um die praktisch Veranlagten kümmern, die keinen Hauptschulabschluss haben. Denen müssen wir die Chance geben, ihre Tüchtigkeit im Betrieb zu zeigen und nicht auf der Straße zeigen zu müssen. Und manch einer, der ist praktisch veranlagt und sehr gut. Wenn so einer einen Lastwagenführerschein hat und einen Lastwagen mit Anhänger rückwärts um die Kurve fährt, dann ist es eine großartige Leistung und ich kann viele Abiturienten nehmen und die Schulen, die werden es nicht schaffen. Also man sollte gerade schauen, dass die Beschäftigung finden und wir haben viel Arbeit, für die wir im Augenblick keine Menschen finden, die das machen wollen. So sehr wir uns für die Arbeitslosen einsetzen wollen, das ist ganz klar und wichtig. Und jeder Schwache verdient die volle Unterstützung. Aber es muss auch möglich sein, aus Arbeitsfähigen Arbeitswillige zu machen, denn solche Fälle gibt es auch. Die Auswahl und die Entwicklung von Führungskräften, da ist es wichtig, Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gerechtigkeitssinn, Einfühlungsvermögen und Fähigkeit, Informationen zu vermitteln. Wir haben eine Beurteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal im Jahr. Das wird mit jedem besprochen. Und da ist auch wichtig, eben wie sich einer verhält, nicht nur das fachliche Wissen. Umgekehrt machen wir auch eine Beurteilung der Führungskräfte durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das allerdings anonym, denn es könnte einem ja schlecht bekommen, wenn er da seine Meinung frei äußert. Und mir ist passiert, dass ein wichtiger Mitarbeiter mal kam und gesagt hat, ich bin so katastrophal schlecht beurteilt worden, mache ich was falsch? Ich habe ihm dann gesagt, nein, also wenn Sie jetzt ganz gut beurteilt worden wären, dann müsste ich doch Sorge haben, ob wir den nötigen Druck im Unternehmen haben. Tatsache war, der hat übertrieben. Hätte ich ihm gesagt, er soll langsamer machen, hätte er geantwortet, wie soll ich die Ziele erreichen, wenn Sie mich bremsen. Aber dadurch, dass es von der Mannschaft gekommen ist, hat er sich zu Herzen genommen. Ein wichtiges Thema ist die Entlohnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die soll gerecht sein. Gerechter Lohn für gerechte Leistung. Aber wir haben ja heute auch schon in einer Bemerkung mal gehört, dass wir im Land doch teilweise von Gehältern hören, die weit das Maß überschreiten, was wir für angemessen halten. Das gibt es im Sport zum Beispiel auch. Aber wenn es nur einen gibt, der so gut Fußball spielt und der dann so hoch bezahlt wird, oder wenn einer nur so schnell Auto fahren kann, ich denke, gerade im Rennsport, wenn es ein paar Sekunden langsamer wäre, wird auch nur einer gewinnen. Also das muss man lockerer sehen. Und in der Wirtschaft, das ist Aufgabe der Aktionäre, der Inhaber, zu sagen, für diese Position ist nur so viel Geld da und mehr wird nicht ausgezahlt. Ich bin überzeugt. Wir haben auch noch mehr tüchtige Kräfte, es muss sich nicht auf ein paar wenige spezialisieren. Aber ich kenne auch von den ganz Hochbezahlten welche, die von dem Geld, was sie bekommen, großzügig die katholische Kirche unterstützen. Und ich finde das sehr gut und habe Achtung vor solchen. Die verdienen wahnsinnig viel, aber sie geben ganz großzügig wahnsinnig viel auch wieder weiter.
Jeder soll danach bemessen werden, was er mit dem Geld anfängt, und so wird er auch mal bemessen. Nicht, wie viel er anhäuft, sondern wie er damit umgegangen ist. Und das soll man frei von irgendwelchen Neidgefühlen machen. Trotzdem fordere ich, dass einer, der viel verdient, auch dann haften muss, wenn er Dummheiten macht, denn das erleben wir ja auch häufig. Dass bei Entlassungen sozialverträglich vorgegangen werden muss, ist selbstverständlich. Wir haben einen wichtigen Punkt, Arbeitszeit und Familie. Wenn es geht, soll man vor allem Frauen Arbeitszeiten anbieten, die eben mit der Familie vereinbar sind. Wir machen so, dass die Mütter mittags das Essen mit nach Hause nehmen können, wenn sie wollen. Dann brauchen sie nicht einkaufen gehen und brauchen nicht kochen. Manche könnten es gar nicht so gut wie wir, denn wir haben ein sehr gutes Restaurant in der Firma. Ich halte es auch für wahnsinnig wichtig, denn da trifft man sich. Da sitze ich mal mit den Lehrlingen, mal mit Marketingleuten, mal mit Produktionsleuten. Und was da an Informationen geht, das geht eben auf andere Weise nicht. Denn es gibt keine Dokumentation von dem, was gesprochen ist. Es wird keiner zur Verantwortung gezogen für das, was er gesagt hat. Ja, und dann ein Punkt, wo ich sicher bei vielen anecke, aber ich werde es trotzdem vortragen. Ich bin der Meinung, ein Land, dem es im Großen und Ganzen gut geht, sollte in der Lage sein, Mütter mit kleinen Kindern so zu stellen, dass sie sich um die Kinder kümmern können. Von meinem Unternehmen aus müsste ich natürlich anders reden, denn alle Kinder, die in der Betreuung sind, die kriegen wahrscheinlich Produkte von mir und die, die zu Hause sind, werden anders ernährt. Aber wir haben auch da erlebt, wie Menschen, die diese Meinung vertreten haben, so fertig gemacht wurden, dass sie ihre Position verloren haben. Beim Vorschlagswesen soll der belohnt werden, der die Idee hat und nicht derjenige, der die Idee vorgetragen hat. Arbeitssicherheit, selbstverständlich, alles wird gemacht, um Schaden abzuwenden. Aber wir müssen uns auch zur Wehr setzen können, wenn unsinnige Forderungen sind. Wir hatten letztes Jahr mal den Fall, dass wir ein Geländer anbringen mussten bei 2 Stufen. Hier sind es, glaube ich, sogar, wenn ich schaue, 4. Also da ist mein Vater schon drüber gegangen und plötzlich war es eben gefährlich geworden. Die Berufsgenossenschaft will bei uns einen rauen Boden, damit keiner zu Fall kommt. Das Gewerbeaufsichtsamt will einen glatten Boden, damit schön sauber ist. Wir können nicht eine Platte so und eine so verlegen, also da muss man sich halt auseinandersetzen, auch im Sinn der Verbraucher. Denn wenn immer mehr unsinnige Auflagen gemacht werden in einer ausufernden Gesetzgebung, wenn immer mehr davon ausgegangen wird, dass der Unternehmer keine Verantwortung trägt, dann werden die Produkte eben verteuert und der Verbraucher muss es bezahlen und das kann auch nicht der Sinn sein. Wir wollen Gesprächskultur auch untereinander bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also mehr miteinander reden als übereinander. Wir wollen ein vernünftiges Verhältnis von Ehrgeiz und Rücksichtnahme. Also wenn wir lauter Ellbogenmenschen haben, dann wird es nur Kampf geben. Und wenn wir nur lauter Schulterklopfer haben, dann werden wir wahrscheinlich einem Wettbewerb unterliegen. Wir brauchen Loyalität zum Unternehmen, das heißt auch sorgsamer Umgang mit den anvertrauten Gütern. Und wenn ein Lkw-Fahrer 200.000 Kilometer mit einem Satz Reifen fährt und ein anderer bei der gleichen Leistung nur 150.000, dann fährt der eine halt besser als der andere und sorgsamer. Und der Schaden, der da angestellt wird, der geht ja auch wieder zulasten aller. Ein ganz wichtiges Thema ist der Punkt Bestechlichkeit. Auch da bin ich kürzlich mal furchtbar angegriffen worden, weil ich sehr deutlich gesprochen habe. Ich werde es jetzt etwas verschleiert machen, denn ich bin dagegen, dass Geld gegeben wird, dass jemand was Ungesetzliches tut. Und ich bin auch dagegen, dass Geld genommen wird, um etwas Ungesetzliches zu tun. Aber es gibt Situationen und unser Land lebt vom Export, dass Gefahr für Leib und Leben von Mitarbeitern besteht und Schutzgelder gefordert werden. Das ist nach deutschem Recht ungesetzlich.
Mir ist mal ein Geschäftsführer in Costa Rica vor ein paar Monaten zusammengeschossen worden mit 5 Schüssen. Seine Kinder waren daneben. Gott sei Dank hat er es überlebt. Aber es sind in anderen Ländern andere Methoden. Und wenn Sie ganz legal Dinge über den Zoll bringen wollen in Richtung Osten und nicht eine Zollbrokerfirma einschalten, dann werden Sie nicht über den Zoll kommen. Auch wenn Sie ganz korrekt sein wollen, Sie werden einfach schikaniert. Und Sie müssen unter Umständen, wenn Sie keinen anderen Weg haben, dann was geben, dass ein anderer seine Pflicht erfüllt. Das sind Grenzfälle, die sicher unter Umständen mit deutschem Recht in Widerspruch sind. Ich bin dafür, dass sich alle korrekt verhalten. Aber ich bin dafür, dass gerade in solchen Fällen die Gewissensentscheidung noch über dem geschriebenen Gesetz ist. Denn die Verantwortung für das Leben und für die Gesundheit von Menschen ist mir wichtiger als ein Gesetz. Was regelt, dass nichts Unkorrektes passiert? Aber auch da ist einfach wichtig, die Gesetzlichkeit auf der einen Seite zu sehen und das Gewissen drüber zu setzen. Es ist wichtig, dass sich die Einzelnen in die Organisation einordnen. Sie können ein Unternehmen vergleichen mit einem Orchester. Es gibt einen Dirigenten, der hat eine Vorstellung, wie das Stück genommen wird. Der sagt, wann es losgeht. Der hört aber auch, wenn einer falsch spielt. Und der Dirigent muss immer wissen, dass er von Fachleuten umgeben ist, die alle ihr Instrument besser können als er. Der Dirigent muss nicht besser Geige spielen können als der Konzertmeister. Wichtig ist, dass bei Entscheidungen dann das Fachwissen mit reinkommt und das schnell entschieden wird. Lieber von 10 Entscheidungen 7 richtige und 3 falsche und das schnell als 9 richtige und das zu langsam. Aber dazu gehört auch dann die Demut zu bekennen, dass was falsch war und dass man es eben besser macht. Wir wollen den Unternehmensgeist der Mitarbeiter gestärkt haben, das heißt, ein vernünftiges Verhältnis von Chance und Risiko. Wenn wir nur Träume haben, die Fantasie haben, dann wird es wahrscheinlich schief gehen. Wenn wir nur Bremser haben, dann wird es auch schief gehen. Zeit- und Kostenmanagement ist ein neuer Punkt für uns. Anderen keine Zeit stehlen. Zeit ist was ganz Gerechtes. Jeder hat gleich viel davon. Und wer anderen Zeit stiehlt, der verhält sich nicht korrekt. Wir wollen soziales Engagement nach außen hin. Wir wollen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend freistellen. Staatliche Aufgaben erfüllen wir, so sie uns übertragen werden. Wir wollen auch Informationen geben dem Staat, soweit es eben notwendig ist, aber nicht zur Befriedigung von Neugierde oder um irgendwelche Presseskandale zu provozieren. Wir haben sehr oft Lebensmittelskandale vermeintlich in der letzten Zeit gehabt, die zurückzuführen waren, dass unser Labor eben besonders gut untersucht. Wir finden ein Salzkorn in einem 50 Meter Schwimmbecken. Und wenn ein Lieferant was schickt und wir finden, dass was nicht in Ordnung ist oder dass irgendein Verdacht besteht, dann können wir den nicht der Presse oder der Verwaltung melden, sondern wir werden ihm sagen, schau, dass es in Ordnung kommt. Wir zahlen unsere Steuern korrekt, aber wir nutzen die Steuergesetze auch aus, soweit das eben gehen kann, denn im Wettbewerb müssen wir das auch tun. Umweltschutz ist für uns von großer Bedeutung, besser eben die Verantwortung vor der Schöpfung. Wir machen seit 50 Jahren biologischen Landbau. Wir haben uns jetzt auch gegen die grüne Gentechnik geäußert, denn die Folgen, die da auf uns zukommen können, die sind bisher noch nicht absehbar und die Verbraucher wollen das auch nicht. Auch unter Christen gibt es Auseinandersetzungen. Wir erleben es gerade im Kaukasus. Auch in einem Unternehmen, das versucht, nach christlichen Grundsätzen geführt zu werden,
gibt es natürlich Mobbing, gibt es unschöne Erscheinungen. Ich bin überzeugt, dass wir uns ein bisschen leichter tun, wenn wir die Gedanken, die wir uns gemacht haben, vor Augen haben, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich darauf berufen können, wenn jeder, der neu zu uns kommt, weiß, welche Spielregeln gelten sollen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es Situationen gibt, wo die göttlichen Gebote, sehr einfach geschrieben, wirksamer sind als eine umfangreiche Vorschriftensammlung. Und der Ungläubige, der hat uns Christen nichts voraus. Das ist immer die Diskussion, es könnte ja einer ohne Glauben auch anständig sein, sicher kann er das, aber er hat uns nichts voraus. Es gibt Situationen, nehmen Sie einen Erpressungsfall, ein Täter sagt, ihr müsst so und so viel zahlen, sonst vergiften wir Produkte von euch oder wir haben schon vergiftete Produkte im Handel platziert. Wenn ihr nicht zahlt, dann sagen wir euch nicht, wo die sind. Da kann man eigentlich nur beten, denn Sie wissen nicht, wer der Täter ist, Sie können auf ihn überhaupt nicht einwirken. Sie können sich zwar korrekt so verhalten, wie er das wünscht, aber ich habe viel mit so Dingen zu tun gehabt und bisher ist nie was passiert. Aber ich habe eine ganze Reihe von Leuten, die mithelfen, beten, dass es gut geht. Und das wirkt einfach auf den Kopf von so Tätern ein. Und der Ungläubige, der hat das nicht. Also rein aus wirtschaftlichen Erwägungen ist es schon sinnvoll, sich Gedanken zu machen, ob wir nicht eine bessere Position haben als andere. Die Jugend interessiert sich sehr, wie gewirtschaftet wird, welche Werte gelten. Und ich bin sehr zuversichtlich, gerade was unsere Jugend anbelangt. Wie ich studiert habe, wenn ich da einen Vortrag hätte hören können über Ethik im Wirtschaftsleben, da wäre ich sicher nicht hingegangen. Wenn heute an Universitäten so ein Thema ist, dann sind die Hörsäle voll. Also das Interesse an Religion, das Interesse an anständigen Umgang, das ist gewachsen. Und wir sind der jungen Generation schuldig, dass wir ihnen alles geben, dass sie manches besser machen können. Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich springe hier ein für Paul Badde. Es scheint hier die Krankheit manchen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ihm geht es allerdings gut. Ich habe ihn vor 14 Tagen in Manopello besucht und dort gesehen. Es geht ihm immer besser. Er hätte über heilige Bilder gesprochen. Wir haben diese heiligen Zeichen, Guadeloupe, Manopello, Turin und andere. Zu dürfen und da auch noch zu sprechen, ist für mich eine besondere Ehre. Ich habe den verstorbenen Erzbischof einmal in Brasilien kennengelernt. Da standen eine Menge Bischöfe herum und haben auf Johannes Paul II. Gewartet. Und plötzlich hat jemand so durch die Schar hindurchgerufen: Laun, komm her! Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.